Ernie und Herr Bert. Mensch, Ernie! Oh, Herr Bert, ich glaube, du hältst den Schläger etwas zu weit nach Ernie, links. Ich kann das sehr gut alleine. So, zielen, schlagen und ja, treffen. Ernie, ich bin sehr zufrieden. Ich darf festhalten, das erste Mal, seit wir beiden Minigolf spielen, habe ich gewonnen. Aber Herr Bert, ich bin doch noch dran. Ernie, selbst für ein Unentschieden müsstest du das letzte Loch in einem Schlag schaffen. Und ich habe 5 gebraucht. Hm. Es ist schwierig, Herr Bert. Das muss ich zugeben. Aber nun mach schon deinen Schlag und gesteh die Niederlage ein. Worauf wartest du denn noch? Es könnte ja sein, dass ein Sturm kommt und den Ball näher ans Loch bläst. Wie bitte? Oder ein Erdbeben. Ja, ein Erdbeben. Ernie? Das kommt manchmal vor in dieser Gegend. Oh, eingemauert hinter Vorwänden? Du Fassadenbauer des Selbstbetrugs? Deine Unfähigkeit versteckt hinter einer Tapete der Naturgewalten. Ich kann warten. So, hinsetzen. Oder hallo? Wenn ein Vogel vorbeikäme und... Entschuldigen Sie bitte, aber wir schließen gleich. Wir müssen dann jetzt zum Ende kommen. Ach so, selbstverständlich. Ernie, du hast gehört, was der Platzwart gesagt hat. Ja. Zeig sportliche Größe und mach deinen Schlag. Ich muss ihn mir halt... gründlich überlegen, Herr Bert. Ernie, um das in einem Schlag zu schaffen, müsstest du den Ball über 3 Banden spielen, den Hügel überqueren, hinter der Schanze mit Effet abbiegen und dann über 4,80 Meter schnurgerade ins Loch treffen. Oh, vielen Dank für den Hinweis, Herr Bert. Hepp. Was? Da kann ich nicht drüber lachen, Ernie, hörst du? Ernie und Herr Bert. Entschuldigung, Herr Bert.